Der zweite Schwung der deutschen Leichtathleten ist im WM-Trainingslager auf Jeju angekommen. Mit im Tross Diskustitelverteidiger Robert Harting und die Olympiadritte im Speerwurf Christina Oberkvöll. Nach der Ankunft im Hotel ging es für die insgesamt 18 Neuankömmlinge erstmal ans Buffet. Trotz Knieverletzung nimmt Harting an der Weltmeisterschaft im südkoreanischen Daegu teil. Auch Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler holt sich 5 Tage vor WM-Start nun den letzten Schliff. Nach dem Essen ging es mit großem Gepäck aufs Zimmer, wenn auch noch mit kleinen Schwierigkeiten.